Hallo Welt, da sind wir wieder. Und wir gucken jetzt doch einmal auf die Karte, denn wir wollen ja wissen, wohin müssen wir eigentlich. Nach Winterfeste wollte ich gerne. Wir brauchen eigentlich dann nur geradeaus eine Straße zu finden. Vor uns ist schon eine. Links und dann hier rechts und dann kommen wir nach Windhelm schon mal. Vorbei an Windhelm und dann ja von Windhelm aus werden wir es wohl finden. Da sind wir oft genug hergelaufen. Ich denke nur, dieser Weg hier ist noch etwas verzwickt. Ja, da dürfen wir also einmal geradeaus und dann links. Das in der Dunkelheit. Wo ist die Straße? Hier sollte eine Straße sein. Wahrscheinlich ist es diese, also links halten gleich. Ah, ja. Ist extra so ein Tor gebaut für uns. Aber warum kann man hier rauflaufen? Ich suche immer noch den Ausgang, den Hinterausgang. Ja, die meisten Ruinen haben einen. Aber hier. Hier ist keiner gewesen. Ja, wir können oben lang gehen. Oh, Schneebären. Oh, so viele Pflanzen für uns. Es wird aber schon wieder kalt. Oh, was brennt denn da? Wir brennen? Was ist da passiert? Wieso brennen wir auf einmal? Das sind die explodierenden Pfeile. Da hätte ich lieber. Was haben wir denn sonst? Ebenerzpfeile? Nein. Vulkanglas auch nicht. Haben wir denn keine günstigen? Ach, Dedra schon mal gar nicht. Haben wir keine günstigeren Pfeile? Ebenerzpfeile. Möchte ich aber nicht nehmen jetzt. Die sind mir zu krass wertvoll. Ach, dann nehmen wir die. Die brennen wenigstens nicht so. Was habe ich gesagt? Wir müssen an der, wenn wir auf der Straße sind, links. Ich gehe jetzt aber rechts. Ja, das ist aber falsch. Nein! Hey, lauf! Renn, 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 renn! Was war das für ein Geräusch? Ein Bär vielleicht? Ja, vielleicht. Oh mein Gott. Ah, Drachenbaum. Ja, der hat nur seine Familie beschützt. Ziege. Schnapp dir die Ziege, Bär. Lass uns in Ruhe. Rifdon, Windhelm, und das ist ja mal was. Eine offizielle Warnung. Achtung, Bürger! Der Riese hier hat die Erlaubnis erhalten, dieses Lager zu behalten. Bitte versucht nicht, mit ihm zu handeln, die Mammuts aufzuschrecken, ihn anzustarren oder ihn auf andere Weise zu stören. Es wird nicht empfohlen, hier Rast zu machen. Toll. Ja, wie schön. Da hat aber doch jemand sich nicht dran gehalten. Ist alles leer hier. Khajiit. Er konnte nicht lesen. Das war vielleicht sein Problem. Khajiit, was hast du hier noch ein paar Schneebären? Oh, ein Tagebuch, nicht das Buch der Dedra, aber. Er hat seine Kiste hat er beschützt. Der hat Vampirhandschuhe an, sehe ich das richtig? Oh, etwas Gold. Ja, vielleicht schalten wir dann doch mal demnächst die ganze Sache auf gemeinschaftlich teilen ab 50 Septim ein. Kleidung. Cool. Ein schöner Ring. Ja, den nehmen wir mit. Och, cool. Ja, gut. Wenn es noch passt, nehmen wir das auch mit. Khajiit hat hier noch die wahre Barenzea. Und die Wolfskönigin nochmal. Ein Buchverkäufer. Und ja, hier ist er gelandet. Vielleicht hat der Riese ihn hierher gepfeffert. Gekickt.
Mit all seinen Büchern, das tut mir so leid, wenn ich sowas sehe. Pferd ist auch leer. Der Riese darf hier sein und wir dürfen ihn nicht mal stören. Aber anpöbeln dürfen wir ihn doch ein wenig, oder? Was ist das? Ist das ein Hund? Na, wenn, dann seine Katze. Die Katze ist ein bisschen dumm. Mal sehen, was er tut. Ja, das ist ja noch eine. Schwert! Wäre das erledigt. Oh, schade. Komme ich den Pfeil zurück? Nicht? Noch ein paar Zutaten daraus? Ich habe gar keine Zutaten gesehen. Wir haben gar nichts gesammelt diesmal. Ich kann mich nicht bewegen. Was ist mit euch? Da ist gar kein Riese. Der schläft. Ja. Aufwärmen hier ein wenig. Beim schlafenden Riesen. Oh doch, da steht hier einer. Wir sollen nicht Handel betreiben mit ihm. Seit wann betreibt man denn mit Riesen Handel? Ein Riesenhandel betreiben? Ich kann euch sagen, was ich jetzt vorhabe, warum ich jetzt wieder hier hingehe. Das sieht so aus, als würde ich wieder zurückgehen. Das mache ich auch. Ich gehe hier vorne bis zur Truhe und da schmeiße ich jetzt so die ganzen Sachen, die wir gerade rausgeholt haben. Die schmeiße ich hier rein, damit wir uns wieder bewegen können. Schlau, oder? Ach, da ist Tierfett. Oder wenigstens so Zeug, von dem wir uns trennen können. Oh, schöne Felle. Mal sehen, Fleisch wahrscheinlich auch. Rohes Säbelzahntigerfleisch. Sind wir ein Vampir? Warum ist denn das gesund? Unterstützt die Erholung der Ausdauer, entspricht dem vampirischen Nähren von menschlichem Blut. Aber warum können wir das denn roh essen? Wenn wir hier gucken, da ist nur Gesundheit. Das ist nur gesund. Was man vom Nordmet nicht sagen kann. Oder hier von dem rohen Kohl kann man es nicht sagen. Oder von der rohen Kartoffel, die ist auch ein bisschen giftig. Ja, heißt alles nix, aber wir sind überladen mit dem Zeug. So. Wir werden... Nein, der Riese darf hier sein. Wir werden auch nicht... Ich werde jetzt... Alleine, wäre ich alleine, hätte ich versucht, mit ihm Handel zu betreiben. Aber unsere Begleiterinnen sind so auf Krawall eingestellt, dass wir das lieber sein lassen. Der wird es nicht überleben. Die sind ziemlich krass drauf. Gerade ausgerechnet, also Serana, die Vampire. Ja, was habe ich gesagt? Autsch. Och, jetzt mag ich aber nicht. Oh, was ist denn da los? Woher seid ihr gekommen? Blutige Vampire. Ich kann euch nicht besiegen. Seht eure Götter um Gnade an. Das hätten wir geschafft. Cool.
Sogar eine Seele habe ich bekommen. Das ist ein friedlicher Friede, wieder ein friedlicher Riese, meine ich. Ich frage mich, blutige Vampirin und dann haben die so etwas hier als Kleidung? Ah, ich hätte mir das jetzt gerne mal angeguckt. Ja, das sind dann schwere Vampirrüstungen. Wusste ich gar nicht, dass die so etwas haben. Da war aber noch irgendwer hier. Ja, Vampire kommen selten allein, aber... Hey, das ist ja falsch eingestellt hier. Geh, warum? Geh sollte doch was anderes machen. Moment mal. Instinkte hier. C. Klicke, um eine Taste zu belegen, um schnell die Fähigkeit Instinkt zu benutzen. Dadurch wird die Fähigkeit Instinkt aus der Zauberliste entfernt. Durch Entfernen, Zurücksetzen des Hotkeys wird die Fähigkeit in der Zauberliste wiederhergestellt. Ja. Die war irgendwo falsch zugewiesen jetzt. Und jetzt? Ja, jetzt klappt's, okay. Ein Söldner, ein Krieger. Oh, hey. Das sieht aber auch interessant aus hier. Das Outfit kam mir jetzt auch nicht ganz so bekannt vor. Sei es drum, wir gehen weiter. Sind wir denn auf dem richtigen Weg? Auf dem richtigen Weg nach Labyrinthion sind wir. Vorsicht, ein Bär. Ganz alleine unterwegs hier. Das ist aber total gefährlich, oder? Ach, Jägerin. Wahrscheinlich eine Jägerin, so wie es aussah. Ihr seht etwas blass aus. Wenn das jemand sagt, dann heißt das doch eigentlich, dass wir krank sind. Und mich wundert es die ganze Zeit, dass wir... rohes Fleisch essen können. Nö, wir sind nur erschöpft. Alles gut. Winterfest oder Windhelm. Oh Mann, das wird so kalt. Oh, so viele Blümchen. Ha! Na also, ein Aufstieg im Skill. Durch Blumen sammeln. Sowas fehlt immer. Da ist so etwas. Eine Gaststätte hoffentlich. Zauberer? Magier? Reisender. Nur ein Reisender. Das dann ist werdet ihr Dummköpfe. Fallen wir ab, könnt ihr nicht gewinnen. Ihr hört uns. Ach, lass den. Der reist nur. Ich möchte hier rein. Ich mach mich aus dem Staub. Gasthaus Düsterwald. Egal. Kommt herein. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Betten. Und genau all das möchte ich haben. Wie freue ich mich, diese Frau zu sehen. Was verkauft ihr nochmal? Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen, hm? Können wir ein bisschen von unserem Geld wieder haben? Was haben wir denn da zu verkaufen? Wir haben Drachenpfeile schon gefunden. Ah, Moment mal.
Oh, ja, den hier zum Beispiel. Ein Vulkanglasdolch könnten wir auch einschmelzen, aber... Och Gottchen, im Moment können wir ihn auch ganz gut verkaufen, denke ich. Ja, verkauft sich ganz gut. Oh, das hier wäre auch gut gewesen, hm? Was verkauft sie gleich noch? Oh, sie hat den teuren Wein, ja? Den argonischen Blutwein. 40%ige Giftresistenz für 50 Sekunden. Du kannst 50 Sekunden lang unter Wasser atmen. Ist aber doch ganz schön teuer. Erlesener Schwarzdornmet. Warum ist das so teuer? Stellt 30 Punkte Ausdauer wieder her. Ausdauer regeneriert sich 30 Sekunden lang, 40% langsamer. Wärme wird für 300 Sekunden um 25 Punkte erhöht. Ja, sowas brauchen wir doch. Stellt 180 Kältepunkte wieder her. Der war jetzt ein bisschen teuer, finde ich, aber den kaufen wir mal einfach. Und dafür bekommt sie diese hier. Blaue Magieroben. Magieroben. 2 Stück davon. Handschuhe brauchen wir, oder? Ja. Den Rest, wie es aussieht, brauchen wir auch alles. Oh, Tränke, wie sieht's denn damit aus? Na klar, na klar. Da können wir sogar noch mehr bei ihr kaufen hier. Tja, prima. Dann kaufen wir noch ein bisschen was bei ihr. Ja. Oh, dieser Surreely Brothers Wein, der kann ja gar nichts. Ja, wenn das mal nicht jetzt schon zu viel war. Oh, denkst du. Naja, egal, wir wollen sie ja auch nicht jetzt ausnehmen hier. Kältepunkte werden aber wieder hergestellt. Wollen wir nicht ausnehmen und dann kaufen wir trotzdem stolz weiter hier. Ja, ja, ja. So, perfekt. Dann wollen wir ein Zimmer mieten hier. Natürlich, für heute gehört das Zimmer euch. Es wäre schön, nicht immer so durstig zu sein. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Wer hat denn das gerade gesagt? Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Da schläft ein Kind. Macht das richtig. Erstmal frühstücken, das machen wir auch noch und dann sind wir aber am Ende der Folge und in der nächsten Folge. Haben wir überhaupt irgendwas gemacht in dieser Folge? Wir haben einen Vampir bekämpft. Wir sind hier zum ersten Mal im Gasthaus Düsterwald, heißt das, glaube ich. Ja, ich denke, also zum ersten Mal mit Sicherheit nicht, aber seit langer Zeit mal wieder. Also ich finde schon. So, ein Frühstücksbier haben wir schon mal getrunken. Ja, und dann essen wir noch. Ah, wir haben nur noch ein Drachensteak. So. Dann, ja? dann bedanke ich mich doch für euer Zusehen. Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, fühlt ihr euch wie krank? Ihr nur hacken könnt. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dieses ganze Gerede über Drachen macht die Leute nervös. So ein Unsinn.